Hallo und willkommen zu einer neuen Runde Sim Airport. Wir haben in der letzten Runde hier den Ticketbereich soweit alles fertiggestellt. Und dann habe ich hier schon mal Platz geschafft. Genau, und den alten Ticketbereich abgerissen. Also das ist jetzt nicht mehr da. So, jetzt können wir mal die ganzen Gerätschaften, die hier rumstehen, mal alle abbauen. Dann brauchen wir mal hier neue Wände. Geht noch nicht. Okay. Dann reißen wir hier nochmal die ganzen Wände ein, die überflüssigen. So, dann die ganzen Automaten hier können auch abgerissen werden. Dann können wir die Zone hier wegmachen. Ticketbereich ist jetzt weiter unten. So, jetzt ist hier los. Na, hier müssen wir noch einmal die Warteschlange zahlen. Ja, hier haben wir jetzt sehr viel Platz. Müssen wir nachher im Härtetest einmal gucken, ob das alles so funktioniert. So, die meisten stellen sich links an. Rechts sind nur so ein paar Leute. So, jetzt haben wir hier gerade abgerissen die Mauer. Den machen wir jetzt nochmal zu. Hier war ja eine Tür drinne. So, hier fehlt noch ein Fundament. Dann können wir hier unten den Zaun noch vervollständigen. Dann können wir den hier nämlich abreißen, falls wir hier mal Platz brauchen. So, sehr viele stellen sich links an. Rechts ist deutlich weniger los. So, es kommt wieder ein Schwung. So, warum gehen einige eigentlich erst hier hin und dann drehen sie wieder um? Bisschen merkwürdig. So, jetzt ist hier noch eine Mauer, die kann weg. Und sobald der Zaun fertig ist, kann der hier auch weg.
Und jetzt hängen sich hier oben haufenweise Leute auf. Alter Schwede. Vielleicht sollten wir die Bahn, wenn der jetzt gerade losgefahren ist, einmal den Bahnhof umversetzen. So, clear geht nicht und demolish geht auch nicht. Also, wie sieht es aus mit verkaufen? Geht auch nicht. Hier war ja mal irgendwas mit einmal setzen und nie wieder abreißen, ne? Das ist natürlich ein bisschen blöd hier. Und hier stehen Leute ineinander, übereinander. 54 Personen. Alter, jetzt rennen die alle hier auf der Straße rum, ey. Die sollen doch hier aussteigen. Deklarieren den Ticketbereich erst ab da, wo er auch nötig ist. Mal sehen, ob sich dann irgendwas ändert mit der Aufteilung der Leute in den Warteschlangen. Hundertelf Leute, Alter. Kann man nicht sagen, alle. Alle, die hier sind. Ich kann ja jetzt nicht hier 110 Mal sagen, send home. Oh Mann, hier laufen auch so viele Leute. Ich glaube, das können wir lösen, wenn wir hier einmal kurz einreißen. So, und jetzt strömt hier alle rein hier, jawohl. Jetzt wissen die aber wahrscheinlich nicht mehr wohin, weil ihr Flieger schon längst weg ist und ja, die eigentlich gleich wieder nach Hause könnten. So, was ist jetzt hier mit dem Förderband? Das funktioniert doch eigentlich. Die Koffer werden hier reingeschmissen, gehen dann hier nach oben. Ja, das funktioniert. Oh, jetzt rennen die hier kreuz und quer hier zu den Automaten.
Jetzt stehen welche unten an der Mauer, wollen nach oben. Und dann stehen welche oben an der Mauer und wollen runter. Das ist ja wieder, ey, meine Güte. Reißen wir jetzt hier alles ab. Das geht aber gleich nicht mehr. Wenn wir jetzt hier gleich den Security-Bereich machen. Dann muss hier zu sein, sonst geht das nicht. So, alle weg. Machen wir die Mauer nochmal neu hin. Mal gucken, ob die sich nochmal hier aufhängen. Und dann machen wir jetzt die ID-Checks. Machen wir zwei Felder frei. Oder drei Felder? Machen wir drei Felder. So, dann bauen wir jetzt hier haufenweise ID-Checks. Zwei nebeneinander sollte ja reichen. So, dann erweitern wir mal den Security-Bereich. Ja, quasi gleich nach dem Ticket-Bereich. So. Und wenn die alle fertig gebaut sind, dann reißen wir die hier oben ab. Das waren 32. Und hier unten sind 42. Können wir die jetzt abbauen? Ah, geht glaube ich auch anders. So, müssen wir nicht jeden einzelnen anklicken hier. So. Das sieht auch jetzt schon mal ganz nett aus. Junge, mit den Schlangen, das teilt sich doch jetzt auf. Zuerst die ersten rennen alle auf die linke Seite. Wenn da genug reingelaufen sind, dann gehen die rüber hier zur rechten Seite. Genauso wie jetzt. Ja, das funktioniert. Schon ist die linke Warteschlange weggearbeitet. Ja, sehr schön.
Also einige rennen durch den Ticketbereich. Dann machen die hier so eine Runde und dann gehen sie an den Automaten ran. Ah, warum machen die das so kompliziert? Oder geht das gar nicht? So mit einfach durchmarschieren. Die wollen immer erst hier irgendwo zum Ticketbereich. Nein, nochmal welche. Da kümmern wir uns dann mal in der nächsten Folge drum. Und ja, vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss.